jeder Fall lässt sich unter einer Rechtsnorm eindeutig subsumieren. In Problemfällen ist auch Argumentation nötig. Die wichtigste juristische Argumentationsmethode ist die Auslegung, auch Interpretation genannt. Ausgelegt werden Texte, vor allem gesetzliche Rechtsnormen. Die Auslegung von Willenserklärungen bzw. Verträgen wird hier nicht thematisiert, sondern nur die Gesetzesauslegung. Die juristische Auslegung soll an folgendem Beispiel aus dem Strafrecht demonstriert werden. Es geht um eine Vorschrift aus dem 28. Abschnitt des Strafgesetzbuches Gemeingefährliche Delikte. § 316a Absatz 1 StGB lautet: Wer zur Begehung eines Raubes, § 249, oder einer räuberischen Erpressung, § 255, einen Angriff auf Leib oder Leben oder die Entschlussfreiheit des Führers eines Kraftfahrzeugs verübt und dabei die besonderen Verhältnisse des Straßenverkehrs ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren bestraft. Dazu folgender Fall. Fahrgast F lässt Taxifahrer T nach langer Fahrt auf einem entlegenen, kaum befahrenen Parkplatz anhalten. Sofort nimmt F ihm, wie geplant statt zu zahlen, mit Gewalt und erschöpfungsbedingt ohne große Gegenwehr des T die Tageseinnahmen ab. Frage: Hat sich F wegen räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer nach § 316a StGB strafbar gemacht? Zunächst sind die sogenannten objektiven Tatbestandsmerkmale zu prüfen. Die im Gesetz genannte Tathandlung besteht in einem Angriff auf Leib oder Leben oder die Entschlussfreiheit des Führers eines Kraftfahrzeugs. Indem F dem T mit Gewalt das Geld abnimmt, liegt unproblematisch zumindest ein Angriff auf die Entschlussfreiheit des T vor. Weiter müsste T Führer eines Kraftfahrzeugs sein. Das könnte man zwar bereits bezweifeln, weil T das Fahrzeug angehalten hat, also nicht mehr fährt. Dieses kleine Auslegungsproblem soll hier aber nicht diskutiert, sondern angenommen werden, dass T als Kraftfahrzeugführer anzusehen ist. In objektiver Hinsicht ist weiter erforderlich, dass T bei seiner Tat die besonderen Verhältnisse des Straßenverkehrs ausgenutzt hat. Straßenverkehr liegt vor, da ein Parkplatz grundsätzlich noch zum Verkehrsraum gehört. Schwieriger erscheint die Frage, ob T im Bereich des Straßenverkehrs dessen besondere Verhältnisse ausgenutzt hat. Schon rein sprachlich erscheint diese Passage tendenziell eher schwierig zu subsumieren, da die Formulierung besondere Verhältnisse ziemlich unbestimmt gefasst ist. Dadurch kommt es bei diesem Merkmal oft zu Anwendungsproblemen. Dies gilt umso mehr, wenn hier ein atypischer Fall vorliegt. Denn das Halten auf einem entlegenen, kaum befahrenen Parkplatz ist keine allzu typische Handlung im Straßenverkehr. Damit stellt sich hier die Frage, ob die problematische Normtextpassage weit ausgelegt wird, sodass die problematische Fallgruppe noch erfasst wird, oder sollte man eine enge, restriktive Lesart hinsichtlich des Normmerkmals wählen, sodass die problematische Fallgruppe nicht darunter fallen würde. Also enge oder weite Interpretation. Bei einer juristischen Hausarbeit könnte man jetzt in die Rechtsprechung und rechtswissenschaftliche Literatur schauen und recherchieren, welche Auffassungen zur Auslegung dieses Merkmals vertreten werden. In einer juristischen Klausur hingegen ist man, wenn man die Streitfrage nicht kennt, auf eine eigenständige Problemlösung durch Auslegung angewiesen. Bei einer juristischen Auslegung gibt es zumindest 3 typische Fragestellungen, über welche die Problemlösung schulmäßig erfolgt. Erstens: Wie ist die Textpassage nach dem Wortlaut bzw. allgemeinem Sprachgebrauch zu verstehen? Zweitens: Welche Informationen lassen sich in diesem Zusammenhang aus anderen Gesetzestextstellen gewinnen? Drittens: Was hat sich wohl der Gesetzgeber dabei gedacht? Was könnte der Grund und Zweck für die Regelung sein? Diese 3 Fragestellungen repräsentieren 3 Argumentkategorien: sprachliche, systematische und teleologische Argumente. Das Wort teleologisch hat nichts mit religiöser Theologie zu tun, sondern kommt vom altgriechischen Wort telos, was unter anderem Zweck bedeutet. Kurzbezeichnung für die 3 Auslegungskategorien: Wortlaut, Systematik, Zweck. Zum sogenannten Auslegungskanon gehört eigentlich noch eine 4. Kategorie, nämlich die historisch-genetische Argumentation, die nach Informationen aus der Entstehungsgeschichte der Vorschrift sucht. Hierfür bedarf es aber insbesondere der Gesetzgebungsmaterialien, die in der Falllösung meist nicht zur Verfügung stehen.
Außerdem geht es bei dieser Argumentation in erster Linie um die Motive des Gesetzgebers, die man auch als Unterpunkt der teleologischen, also zweckbezogenen Auslegung ansehen kann. Die 3 bis 4 Argumentkategorien können zum einen das Auffinden von Argumenten erleichtern. Zum anderen dienen sie der geordneten Darstellung der Argumentation. Alle Argumentkategorien können natürlich pro und contra verwendet werden, also für oder gegen eine weite bzw. enge Auslegung des Normenmerkmals. Auf das Beispiel des § 316a StGB angewandt ergibt sich Folgendes. Bei der sprachlichen Auslegung liegt der Fokus noch ganz auf der problematischen Normtextpassage. Der Wortlaut des problematischen Merkmals »Besondere Verhältnisse des Straßenverkehrs« ist, wie schon gesagt, besonders unbestimmt, besonders unklar. Man könnte die Vorschrift nach dem allgemeinen Sprachgebrauch zum einen so verstehen, dass es gerade um besondere im Sinne atypischer Vorkommnisse im Straßenverkehr geht. Naheliegender ist es jedoch, dass umgekehrt gerade typische Situationen im Straßenverkehr gemeint sind. Also solche, die den Straßenverkehr ausmachen, im Gegensatz zu räuberischen Taten außerhalb des Straßenverkehrs. Wie eng das Merkmal ausgelegt wird, ist damit aber noch nicht geklärt. Im Rahmen der systematischen Auslegung wird das Blickfeld erweitert. Nunmehr werden auch andere Textstellen innerhalb oder außerhalb der Norm in die Argumentation einbezogen. Systematisch besonders ergiebig ist hier der Blick nach oben und nach unten im Normtext. Zum einen deutet die Abschnittsüberschrift gemeingefährliche Straftaten darauf hin, dass nur solche Verhaltensweisen erfasst werden sollen, bei denen Gefahren auch für andere Verkehrsteilnehmer immerhin möglich erscheinen. Zum anderen spricht der extrem hohe Strafrahmen dafür, dass die Vorschrift restriktiv, also eng auszulegen ist. Denn bei einfachen Straftaten wie Diebstahl, Betrug oder einfacher Körperverletzung liegt der Strafrahmen bei höchstens 5 Jahren Haft, während hier gleichsam umgekehrt mindestens 5 Jahre Haft angeordnet sind. Schließlich erfolgt eine teleologische Betrachtung. Dort ist nach dem Sinn und Zweck der Norm zu fragen und ob eine der Auslegungsvarianten zu untragbaren Folgen führen würde. Insbesondere ist zu überlegen, worin typische Gefährdungen im Straßenverkehr bestehen. Diese können zum einen in der verkehrsbedingten Erschöpfung des Fahrers liegen und einer gewissen Abgeschnittenheit im Auto von der Außenwelt. Dadurch wird die Gegenwehr des Opfers erschwert. Erschöpfung und Vereinzelung ergeben sich aber in unzähligen Lebenssituationen und sind nicht besonders prägend für den Straßenverkehr. Wie schon bei der systematischen Auslegung angesprochen, die Abschnittsüberschrift deutet darauf hin, dass die Vorschrift nur solche schweren Taten bestrafen soll, welche auch andere Verkehrsteilnehmer gefährden können. Und würde man die Vorschrift nicht restriktiv auslegen, könnte es zu unverhältnismäßig hohen Strafen, also untragbaren Rechtsfolgen kommen. Damit ist die Vorschrift eng auszulegen und auf typischer Weise gefährliche Verkehrssituationen zu beschränken. Also vor allem auf solche während der Fahrt im fließenden Straßenverkehr. Jedenfalls werden Vorkommnisse während eines Halts auf einem entlegenen, kaum befahrenen Parkplatz nicht von der Vorschrift erfasst. Folglich kann für die Prüfung des § 316a StGB offen bleiben, ob bei T auch die subjektive Absicht vorlag, die Tat zur Begehung eines Raubes oder einer räuberischen Erpressung zu begehen. Denn mangels Ausnutzens der besonderen Verhältnisse des Straßenverkehrs kann T nicht nach § 316a StGB bestraft werden. In einem vollständigen Gutachten wäre jetzt aber noch zu prüfen, ob T wegen einfachen Raubes nach § 249 StGB oder wegen einfacher räuberischer Erpressung nach § 255 StGB zu bestrafen ist, was naheliegt. Diese Vorschriften haben einen Strafrahmen von immerhin mindestens 1 Jahr Freiheitsstrafe. Zusammenfassend lässt sich die Auslegung wie folgt strukturieren. Zunächst stellt sich meist die Frage, ob das Normenmerkmal eng oder weit auszulegen ist. Die Argumentation kann dann anhand folgender Kategorien erfolgen: sprachliche Argumente, systematische Argumente, teleologische Argumente. Eventuell sind auch historisch-genetische Argumente verfügbar. Die Argumente können naturgemäß jeweils in beide Richtungen weisen, pro oder contra. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.